Moin Moin und ganz herzlich willkommen zu diesem Account-Overview. Wie ihr sehen könnt, verlieben Strohhut TV, und der wird wahrscheinlich den meisten Leuten schon bereits ein Begriff sein, hat auch mein Banner erstellt dafür. Deswegen danke dafür. Und ihr seht auch schon, er ist hier wirklich gut am Start. Er ist jetzt auf Master Level 42, also Stufe 100, Master Level 42, also schon mal richtig ordentlich. Er ist hier gut am Start, VIP 13. Genau, hier seht ihr so oben nochmal Level 100 und Master Level 42. Ist in der Gilde Lokay. Und ja, hier sind auch schon. Oh, Guardian, krass. Supernova, also hier sind. Hier sind schöne Titel: Server Master, Rainbow Protector, Orange Protector. Also richtig, richtig cool. Ich freue mich, ich habe mich richtig auf diesen Account gefreut, um mir anzuschauen. Ihr seht auch schon hier Kleidung. Die Standardkostüme sind hier, soweit ich das beurteilen kann, alle da. Jawohl, alle sind da. Dann zwei epische und zwei legendäre. Ist schon mal schön. Hier natürlich alles plus 20. Ja. Ihr seht auch schon, hinter ihm ist hier ein Ultra Sonne Necrozma. Finde ich richtig geil. Wir schauen uns erstmal die Champions League. 20 Millionen Power. Jetzt bin ich gespannt. Also hier sehen wir eben seinen Ultra Sonne Necrozma zusammen mit einem Celebi und mit Arceus, alle auf Stufe 100. Zweites Team Hooper zusammen mit Tapu Lele und Viridium. Und sein letztes Team ist Therion zusammen mit Tapu Koko und Ash Infinite. Also alle Teams hier richtig schön zusammengestellt. Ich sag mal so, in jedem Team gibt es eigentlich mindestens ein Pokémon. Also in den ersten zwei Teams zumindest, wo ich mich frage, wieso? Oder wo nicht ganz einleuchtend sind, weil okay, Viridium passt vom Typ nicht, aber Sacrifice Option. Aber hier hätte man zum Beispiel auch was anderes nehmen können. Und im Main Team könnte man entweder Arceus oder Celebi austauschen. Aber Arceus mit Stahltyp für Necrozma, Celebi Psychotyp auch zusammen mit Necrozma. Doch alles in allem sind sie nicht aneinander gebunden. Ja, sie haben kein Supporter Skill, die. Obwohl Arceus vielleicht, Stahl Arceus habe ich leider gerade nicht im Kopf. Aber ja. Alles in allem schöne Pokémon, schöne Power. Doch jetzt schauen wir auch mal an, wie diese trainiert sind. Ihr seht doch schon, sein stärkstes Pokémon ist Hooper. Und wir werden uns mal wieder die erste Reihe anschauen. Okay, Hooper hier mit Prison Bottle auf plus 4. Schon mal sehr schön, insofern, dass es auf über plus 3 ist. Somit triggert dieser Effekt der Prison Bottle. Hier unten ganz klar Nimbus und Aegis Clash, also die Hooper-spezifischen Abilities. Durchbrüche sind die richtigen da, noch nicht hoch gelevelt, doch mit 3,3 Millionen Power ist es trotzdem ordentlich. Friendship hier auf 99, hier sogar auf 450, das ist ja die Friendship, die man durch Ancient Relic bekommt. Und hier 450 ist schon ordentlich. Fusion Level, ja, hier haben wir ein bisschen was für die Leben, bisschen was für, ja, für die Rate-Anzeige, Special Attack, Absorb, Healing, Guardian Spirit, Special Defense, leider sind hier auf Stufe 3, doch alles in allem schöne Kombinationen. Und hier ein, das finde ich spannend. Hier kann ich nicht ganz nachvollziehen, wie so ein Regigaset. Klar, die zweite oder die letzte Fähigkeit hier unten, dass die Dodge Rate erhöht, die würde ich noch verstehen können, damit einfach Hooper nicht so häufig getroffen wird. Somit lebt es natürlich dann auch länger. Wäre denkbar. Das andere finde ich jetzt nicht ganz so geil. Hier Damage, den man nimmt, wieder reduziert. Auf jeden Fall eher bei einem. Hey cool, wir haben hier sogar einen Rocky. Auf jeden Fall hier eher eigentlich bei einem Tank aufgehoben. Hier würde sich ein Thunder Equipment Set bzw. ein hohes Equipment Set, je nachdem, lohnen. Trainings auf plus 30. By the way, hier gibt es jetzt ein Event. Hier könnt ihr Equipment Sets bekommen. Dafür müsst ihr Items recyceln. Diese hier zum Beispiel hat man noch aus anderen Events, oder eben diese hier werden wahrscheinlich viele Leute haben. Ich sag mal so, wenn ich alle meine Items recycle, komme ich nicht auf den Wert, um mir hier auch nur Allgegenstand zu holen, deswegen scheiße teuer, aber ich wollte es mal gesagt haben. Aber auf jeden Fall Hooper, schön trainiert, kann man nicht meckern. Vielleicht der eine oder andere wird sagen, jo, ich hätte hier einen anderen Hidden Skill noch verwendet. Aber alles in alles würde ich einfach mal sagen, ist in Ordnung. Erhöhten Special Speedwert und verringerten Physical Attack Wert, also Personality ist auch in Ordnung. Prison Battle können natürlich höher sein, doch jeder wird wissen, wie schwer es ist, an eine gescheite Prison Battle ranzukommen. Celebi ist hier mit der Flinkklaue bzw. Quick Claw. Richtigen Durchbrüche sind da. Hier muss ich zwar sagen, Special Attack hätte man jetzt nicht trainieren müssen, hätte man eher in Verteidigung, Speed oder Leben stecken können. Doch alles in allem bei einem Special Attack Monster auch nicht unbedingt verkehrt. Hier unten haben wir Friend Guard, dadurch wird einfach der Schaden, den deine Teammates nehmen, auf 50% reduziert. Hier haben wir Safeguard, Friend Guard, Safeguard. Dadurch
Ist es immun gegenüber Statuseffekte. Also auf jeden Fall braucht man das auf Celebi hier. Schade, dass nicht alle freigeschalten worden sind. Doch, wir haben hier erhöhte Leben. Wir haben Guardian, wir haben den Kristall. Wir haben Healing, Guardian Spirit, Absorb leider Stufe 3 und Swift Assurant. Also alles in allem sind diese Hidden Skills hier in Ordnung. Leider, wie gesagt, fehlen halt zwei. Hier nur ein orangefarbenes Set. Merken wir schon einen Powerunterschied, 2,6 Millionen und 3,3 Millionen. Auf jeden Fall ordentlicher Powerunterschied, auch im Tier plus 25. Also Fazit, weder Hooper noch Celebi sind falsch trainiert. Beide sind richtig trainiert, will ich nochmal anmerken. Man hätte ein bisschen was anders machen können oder ich sag mal so, man kann sich noch zu Ende trainieren. Das auf jeden Fall. Doch jetzt gehen wir erstmal weiter. Jetzt haben wir Tapulele hier mit schön, hier Wise Glasses, hier geht man auf die Damage Variante, hier unten mit Speed Boost und Shed Skin. Die richtigen Durchbrüche sind da, auch alle auf ein angenehmes Level trainiert. Fusion haben wir hier, den Kristall, Guardian Spirit, Healing, Synthese, Physical Defense, Absorb leider auf Stufe 2 und erhöhten Special Attack Wert auch auf Stufe 2. Alles in allem würde ich sagen, Tapulele ist auch so ein Pokémon, da würde es sich lohnen, theoretisch nur die Verteidigungsspeed und Leben zu trainieren. Klar, und bitte jetzt nicht flamen, diese Attacke hier zum Beispiel ist auch relativ stark, oder diese Attacke hier, doch ich würde, aber ich sag mal so, aufgrund der Fairy-Type-Attack, die von den Leben abhängig ist, könnte man das auch ein bisschen vernachlässigen. Aber wie gesagt, no hate, ich sag ja auch nicht, dass es falsch ist, wenn man alles trainiert. Ne? Hier haben wir ein Oregon Set, jawohl, ein Oregon Set ist in Ordnung für Tapulele. Einfach aufgrund Guard in the Battle receives the bonus auf Damage Taken minus 50% at random for one round. Und hier im Battle Damage Taken minus 10%. Und hier unten hätten wir Hit Rate. Hier könnte man zum Beispiel das Set hier, könnte man zum Beispiel auf Hooper geben und das von Hooper zu Tapulele, denn Tapulele eher Support, beziehungsweise ja doch ist eher Support-Pokémon, daher wäre jetzt die Dodge Rate schon war einiges besser, aber alles in allem, wie gesagt, ist es auch nicht verkehrt. Und hier plus 25. So, und jetzt bin ich gespannt. Ultrasonic Crossbar. Im letzten Livestream, beziehungsweise im League of Legends Livestream, wurde gemeint, ich habe relativ wenig Videos zu den Necrozmas hochgeladen, von Hooper gab es mehr. Deswegen finde ich jetzt cool, dass wir hier auch jetzt mal eine Necrozma haben. Und hier haben wir den Metallmantel auf plus 8. Ich wette, jeder, der Ultrasonne oder Ultramond eine Crossbar hat, wird sagen, jo, du brauchst Muscle Band. Ja, das kann ich auch so in gewisser Weise nachvollziehen. Muscle Band einfach, damit alle Attacken verstärkt werden, doch Metal Coat, finde ich für Ryoga gehen, das ist auch eine gute Lösung. Dadurch hat man zumindest zwei Attacken geboostet und vor allem relativ gut. Unter anderem die Ulti und die ist enorm kraftvoll. Aber auf jeden Fall würde ich ihr sogar fast zustimmen. Schau, dass du irgendwann Muscle Band bekommst und das Ganze natürlich am besten noch auf One bzw. Two Star. Hier die richtigen, hier fehlt der Special Defense Wert. Das finde ich schade. Ah, das ist ärgerlich, das tut weh. Aber ich nehme mal an, du bist noch beim Trainieren. Tut auf jeden Fall weh. Aber okay, hier unten sind zumindest schon mal die zwei Ultrasonne Necrozma spezifischen Abilities vorhanden. Die haben minus Special Attack und plus Physical Attack, finde ich in Ordnung. Skills, ja, okay. Fusion haben wir hier. Guardian Spirit, wir haben Swift also Wind, wir haben beide Verteidigungen, wir möchten leben und erhöhten Physical Attack. Hier wird auf jeden Fall Healing auf Stufe 4, hier momentan nur Stufe 2. Absorb Synthese kann man auch mit reinnehmen. Schade, dass hier Healing fehlt, beziehungsweise ein kraftvolles Healing, eben auf Stufe 4. Hier auch kein komplettes Set, also beziehungsweise das Set ist komplett, jedoch leider nicht Platin. Und hier haben wir plus 25. So, und jetzt noch Ash Pikachu hier. Oh, schön. Den Light Ball of One Star. Hier unten Speed Boost und Berserk. Die Attribute, die durchbrochen sind, sind schon mal sehr gut trainiert mit plus 149. Schade, dass hier Physical Defense fehlen. Was haben wir hier? Ups, hier meinte ich. Hier haben wir Healing auf Stufe 4. Sehr guten Guardian Spirit. Wir haben Floral Healing. Wir haben Physical Defense. Wir haben Force of Life für das Leben und Swift as Wind. Also okay, schade, dass die zum Freischalten verwendet worden sind, diese beiden hier, also Hedgehog und Poisonous, dass die nicht, kein Absorben, kein Synthese sind. Schade, aber auf jeden Fall
Meine Empfehlung lässt sich, dass das noch fehlt. Hier fehlt natürlich auch noch ein Platinum-Set. Und plus 25, okay. Alles in allem, Pokémon sind gut trainiert. Man merkt schon hinten raus, also zu deinem Necrozma hin, dass sie noch nicht ganz fertig trainiert sind. Beziehungsweise, dass noch nicht mal die Durchbrüche komplett da sind. Ich nehme mal an, du schaust auch jetzt, dass du so ein bisschen Platinum-Set bekommst. Kann ich nachvollziehen. Auf jeden Fall aber sonst schön trainiert. Nicht voll und ganz, also nicht High-End, aber was ich gesehen habe, gefällt mir. Und damit kann man auf jeden Fall leben. Ich bin mir auch sicher, du kommst hier gut mit deinen Teams klar. Was der Main-Team ist, ist für mich schwer herauszulesen, denn sowohl deine Elektro-Pokémon sind gut trainiert, als auch deine Psycho-Pokémon. Aber auch dein Arceus oder Viridium sind am Start. Also ich nehme einfach mal an, du hast wahrscheinlich ein Psycho-Team, Opa, Lele, Ultra, Sonne, Necrozma, irgendwie sowas in der Richtung. Aber alles in allem bin ich zufrieden. Jetzt schauen wir uns noch so ein bisschen das Außenrum an. Hier ist einmal dein Home-System. Ja, die Prozente sind okay. Hier Maximum-Werte Physical Defense mit 88 und der niedrigste Speed mit 7%. Hier könnte man noch was investieren. Gibt es bestimmt das eine oder andere noch, was man sich holen könnte. Bei den Medaillen haben wir hier die Blaze Medal und die Healing Medal trainiert. Ja. Alles in allem, wie gesagt, schöner Account. Bin ich mit zufrieden. Auch vor allem, du bist hier wirklich kräftig am Start. Mastery Level 42. Ich habe ja, sage ich jetzt mal zur Zeit, ein bisschen Ferien oder Urlaub vom Monster Camp. Einfach damit ich jetzt mich mal auf was anderes kurz konzentrieren kann. Und danach wieder richtig durchstarten kann. Deswegen wollte ich nur erwähnen, da der eine darin sich wundert, dass ich immer noch auf Stufe 96 bin und noch nicht auf Mastery, beziehungsweise noch nicht auf Stufe 100 Mastery irgendwas. Aber ja, der Account hier ist schön. Nicht komplett vollendet, 4 von 5 Sternen. Aber ich bin auf jeden Fall zufrieden. Bleib am Start. Jetzt will ich noch schauen, dein Ranking. Das wollte ich nicht schauen. Total Power hier, Platz 3, sehr schön und vor allem auch geiler Rahmen, muss man sagen. Richtig geiler Rahmen, alter Vater. Aber ja, Platz 3 mit 8,6 Millionen, auch, oh, Platz 1 und 2 sind auch nicht weit entfernt. Jetzt will ich noch schauen, wo hast du den Rahmen her? Kriegt man den, wenn man Master Level hat? Warte, wo kann man den nochmal schauen? Naja, hier oben. Kriegt man den, wenn man Master... Ja, ich nehme mal an, den kriegt man Master Level. Aber ja, ne, schöner Rahmen. Stufe 3, Platz 3 top. Stroh TV, nochmal danke für den Banner und danke, dass ich mir deinen Account anschauen durfte. Richtig, richtig schön. Geile Pokémon am Start. Bin gespannt, wie er sich noch entwickelt. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal noch allen einen schönen Tag. Bis dann.